Die legendäre Geschichte des Abgrundschreiters. Die Geschichte eines Helden, der bereit war, sich selbst zu opfern, um alle vor der Dunkelheit zu retten. Eine großartige Lüge. Alles begann einst, als die Menschen der Stadt Olesil von einer Schlange aus dem Abgrund verführt wurden. Verführt mit einem Versprechen nach Macht, nachdem sie schlichtweg tief unter der Stadt verborgen in der Erde suchen mussten. Die Menschen von Olesil schürften, glaubten bereitwillig den Worten der Schlange. Und sie legten etwas frei, das vor Urzeiten von den vier Fürsten selbst weggesperrt wurde. Sie entdeckten ein Wesen namens Manus. Ein Wesen, das einst fast die komplette dunkle Seele sein eigen nennen konnte. Jedoch wurde er von den vier Fürsten aufgehalten und in den Abgrund gesperrt. Der Abgrund jedoch korrumpierte ihn, machte ihn zu einer fürchterlichen Kreatur und nun wurde er befreit, um das Land heimzusuchen, um das Land vielleicht gar gänzlich in Finsternis zu hüllen. Die Fürsten jedoch hatten momentan alle ihre eigenen Probleme, also gab es keine Möglichkeit für eine Zusammenkunft, um sie zusammenzuschließen und gegen Manus vorzugehen. War es ohnehin beim ersten Mal schon ein knappes Unterfangen und mit knapper Not gelang es ihnen, diese Bestie einzuschließen. Gwyn, der Sonnenfürst, traf daraufhin eine Entscheidung. Er entschied sich dafür, drei seiner mächtigsten Ritter loszuschicken, um sich der Sache mit Manus anzunehmen, um Manus aus der Geschichte zu tilgen. Drei der vier Ritter zogen also los. Lediglich einer verblieb in Anolondo, um der letzte Wachposten der großen Stadt zu sein. Die anderen drei waren Goff, ein Riese und ein Bogenschütze, das untergleichen war. Kiran, eine Assassinin im Diensten des Fürsten Gwyn, und der legendäre Abgrundschreiter selbst, Artorias. So machten sich also diese drei Ritter, das mächtigste Bollwerk, das der große Fürst Gwyn hatte, also auf nach Olesil. In ihrer Begleitung war zudem noch ein Wolf, ein treuer Begleiter des Ritters Artorias mit dem Namen Sif. In der Stadt schließlich angekommen, verabschiedete sich Goff von der Gruppe. Er verließ sie nicht, nur musste er leider an der Oberfläche der Stadt Olesil bleiben, da er zu groß war, um in die Katakomben der Stadt vorzudringen. Er war quasi die Rückendeckung der Gruppe. Er machte sich dort oben ein Schützennest und er beschloss alles, das den Abgrund verlassen sollte, mit seinem mächtigen Bogen niederzustrecken. Kiran, Artorias und Sif machten sich daraufhin alleine weiter auf den Weg, tiefer hinab in die Tiefen der Stadt Olesil. Sie streckten eine um andere Missgeburt nieder, korrumpiert von der Macht des Abgrunds. Sie schafften es gar in den Dungeon, der Unterstadt von Olesil, dort wo Manus einst weggesperrt wurde. Hier tief hinab, in der Unterstadt, dort wo einst Manus weggesperrt wurde, herrschte eine fürchterliche Finsternis. Keine natürliche, diese Finsternis schien den Körper zu befallen und an ihm zu zehren. Doch die drei tapferen Streiter konnten nicht aufhören. Sie mussten weiter vordringen. Schließlich hatten sie eine Mission. Nach einer Weile und vielen Sichtungen verdrehten Lebens fanden sie schließlich den Bau von Manus. Dort, wo er einst weggesperrt wurde. Sein Gefängnis. Er hauste noch immer hier. Und dort war er eben noch gefunden worden. Die drei konnten ihren Augen nicht glauben, welche Macht die unglaubliche dunkle Seele hatte und wie verflucht noch einmal korrumpiert Manus davon wurde. Was diese Dunkelheit, der sogenannte Abgrund, mit ihnen angerichtet hatte, war unglaublich. Sehr schnell sollten die drei begreifen, weshalb es einst nötig war, dass die drei Fürsten einst gemeinsame Sache machten, um diesen schrecklichen Feind zu besiegen. Wenn man denn es als Sieg bezeichnen mochte, wenn man einen Feind nur wegsperren, aber nicht besiegen kann. Eine entsetzliche Schlacht nahm daraufhin ihren Lauf. Die drei gaben alles, was sie hatten. Jedoch war es noch nicht einmal ansatzweise genug, um gegen Manus überhaupt einen Stich zu setzen. Artorias sah, wie sehr sich seine Begleiter abmühten, dass ihre Kräfte schwanden. Und er wusste auch, dass hier der Abgrund ihr Ende sein würde. Eine aussichtslose und hoffnungslose Situation. Manus würde sie nicht einfach gehen lassen. Er würde sie jagen und sie könnten sich noch nicht einmal dagegen wehren. Gegen solch entsetzlicher Macht waren sie schlichtweg einfach nicht gewappnet. Ganz gleich, was sich Artorias auch überlegte. Es gab nur noch eine einzige Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die ihm übrig blieb, wie wenigstens seine beiden Freunde überlebten.
Er würde sich selbst alleine gegen Manus stellen. Er würde seiner Begleiterin Kiran seinen Schild geben. Einen heiligen Schild, der die beiden, sie und Sif, vor der Finsternis des Abgrunds bewahren sollte, oder zumindest so lange diesen verfluchten, finsteren Nebel in dieser Dunkelheit zurückweisen sollte, dass sie einen sicheren Weg an die Oberfläche finden. Artorias selbst würde hier bleiben, ohne Schild, nur mit seinem Schwert gewappnet, gegen diese fürchterliche Bestie. Er wusste, er würde ihm nicht gewachsen sein. Er wusste auch, dass dies sein Ende war. Jedoch konnte er zumindest versuchen, so lange wie möglich durchzuhalten. Solange es ging, Zeit zu schinden. Zeit für seine Freunde, dass diese hier verschwinden konnten, dass sie überlebten. Und er würde kämpfen, solange es möglich war. Und so geschah es schließlich auch. Er übergab seinen Schild an Kiran. Sif und Kiran konnten aus dieser Grube verschwinden. Kiran gelang es bis an die Oberfläche. Sif war in der Höhle verschollen, als er Kiran ein letztes Mal schützen wollte. Hier übergab Kiran zudem den Schild von Artorias an Sif, da dieser Schild den Wolf schützen sollte. Kiran hingegen rannte eben bis an die Oberfläche. Sie war die einzige neben Goff, die dieses schreckliche Ereignis überlebt hatte. Und das Schlimmste war, die Gefahr war noch lange nicht gebannt. Manus hatte schließlich Artorias getötet. Mit einem schrecklichen Genickhieb hatte er sein Rückgrat durchtrennt. Jedoch war dies noch nicht das Ende des Ritters. Die Finsternis des Abgrunds korrumpierte den einst tapferen Ritter, machte ihn zu einer Marionette von Manus, seiner fürchterlichen Waffe. Und Artorias tauchte wieder an der Oberfläche auf. Gelenkt von der finsteren Macht des Abgrunds und somit unter der Kontrolle des Manus, um das Land heimzusuchen. Wie ein Todesbote, um einzuläuten, welche schreckliche Macht aus den Tiefen entsteigen kann. Ein fürchterlich verstümmelter und vom Kampf gezeichneter Artorias, wohl eher tot und schon lange nicht mehr lebendig, tobte in der Stadt Olesil, einzig darauf wartend, Befehle aus dem Abgrund zu erhalten. Zum Glück der Welt vermutlich tauchte noch kurzer Zeit, nachdem dies geschah, ein tapferer Ritter auf. Er kämpfte gegen Artorias und es gelang ihm sogar, dem Ritter seinen letzten Frieden zu bringen. Dies war das tragische Ende von Artorias. Nun fragt man sich, wie die Legende entstand, dass er den Abgrund durchschritt, dass er so tapfer war und Olesil rettete. Diese Geschichte ist eine Lüge, die daraufhin erdacht wurde von einer Dienerin des Königreiches Olesil. Es war das Beste für die Menschheit, wenn sie nicht wussten, wer ihr wahrer Retter war. Der Name Artorias lag bereits in aller Munde. Ein wahrer Held. Und niemand außer den Anwesenden würde jemals erfahren, was dort unten geschehen war. Diese Lüge hatte eine ganz besondere Bewandtnis. Die Lüge basierte darauf, da der Name Artorias in der Menschheit Gewicht hatte. Jeder kannte den Namen des tapferen Ritters, der sich tapfer den Abgrund stellte, sein eigenes Leben dafür gab und den Menschen in der Außenwelt Hoffnung schenkte, wie er sich in solch einer aussichtslosen Situation dennoch mit dem Tod abfand, kämpfte wie ein Wahnsinniger. Ja, diese Geschichte sollte den Menschen Hoffnung geben. Wenn es eine Lüge war, dann war es eine zum Wohle der Menschheit. Es war das Richtige. Menschen brauchen Hoffnung in den dunkelsten Zeiten und Artorias war diese Hoffnung. Ganz gleich, wie tragisch sein Ende auch war. Er war jedoch immer ein wahrer Held und würde es auch bleiben. Zumindest in den Herzen der Menschen und in den Geschichten, die man sich erzählte. Viele, viele Jahre würden vergehen. Niemals würden die Geschichten des legendären Abgrundschreiters in Vergessenheit geraten. Viele werden ihm nacheifern und viele Helden werden sich aus seinen Reihen nach seinem Tod erheben. Und eines Tages gar wird es eine Gemeinschaft geben. Eine Gemeinschaft, die im Herzen so sind wie er. Und sie werden eines Tages auch die Welt retten. Wächter des Abgrunds wird man sie nennen. Sie werden die Nachfahren von Artorias sein. Aber bis dahin wird noch viel Zeit vergehen. Und nun sind wir bei der Endcard angelangt.
Hier könnt ihr ganz gemütlich entweder einfach das nächste Video bzw. die nächste Playlist starten. Ihr könnt mich abonnieren, dort so einfach auf mein kleines, schickes Avatar-Bildchen klicken. Oder wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch auf meinen Patreon-Kanal gehen und da mein persönlicher Patron werden. Natürlich gibt es da auch bestimmte Rewards, die ihr da erreichen könnt. Oder ihr könnt auch einfach nur, sagen wir, eine kleine Seele in den Hut werfen und mir eine Freude machen. Und nun, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, vergesst nicht ein Like dazulassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.